Leute, willkommen bei Künstler wie keine. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hatten jetzt ja eine längere Pause und wir haben uns auch ein bisschen was anderes überlegt. Wer mal auf den Channel bei YouTube geguckt hat, hat gesehen, das ist ein bisschen sortierter alles. Und wir haben jetzt die Rubrik Sportler und heute ist zu Gast Felix. Hi. Felix Fat Dirt. Und er erzählt uns doch heute einfach mal ein bisschen was drüber. Wie lange fährst du schon? Ich fahre jetzt, glaube ich, seit 8 Jahren. Also ich habe halt angefangen, früher nur mit dem BMX ein bisschen rumzucruisen und fand es halt irgendwie schon immer geil, auf dem Rad zu sein. Und habe dann damals in der Mickey Mouse, war das glaube ich, als ich damals noch Mickey Mouse gelesen habe, Timo Pritzel gesehen, wie er einfach nur einen Baum hochgefahren ist. Das fand ich halt schon ziemlich geil und dachte so, ja, das willst du auch. Und ja, seitdem hatte ich halt irgendwie den Wunsch, jetzt Rad zu fahren und halt groß mit Federgabel, nicht mehr BMX. Und habe mir dann von meinem Konfirmationsgeld mein erstes Rad geholt. Das war, glaube ich, 2007 oder 2006, weiß nicht genau. Und seitdem fahre ich Rad. Und seitdem geht es immer weiter bergauf. Ja, genau, nochmal zum Verständnis. Dirt gibt es ja auch Motorrad. Du fährst aber Fahrrad. Ja, genau. Es gibt da ja noch ganz viele verschiedene Sparten sozusagen. Es ist dann ja Dirt-Bereich, so wie ich jetzt mache, halt im Grunde über Rampen sich in die Luft bewegen und da dann halt Tricks zu machen, Rückwärtssaltos oder so ein Kram. Oder dann halt gibt es noch Downhill zum Beispiel, das ist halt einfach schnell den Berg runter. Dann, ja, Trial, wo man viel auf dem Hinterrad fährt und Balanceübungen macht und sowas. Also das ist halt im Grunde breit gefächert. Mhm. Aber ich mache halt so das reine Springen, genau. Ja, ich habe auch mal Trial ein bisschen probiert, ja. Aber das Einzige, was ich konnte, war dann irgendwie ein Wheelie. Mehr ging nicht. Es ist auf jeden Fall sehr anspruchsvoll. Ja, das stimmt. Und wie übt man sowas? Also wenn du sagst, du machst ein Rückwärtssalto, wie übt man denn sowas? Es gibt da ja im Grunde nur 2, 3 Möglichkeiten. Also entweder machst du dir halt die Landung, entweder du hast halt ein bisschen die Eier und machst dir halt die Landung ein bisschen weich, schaufelst den Sand ein bisschen auf und machst es dann halt einfach. Oder du musst dann halt, also von hier auf jeden Fall ein bisschen weiter wegfahren, wo es dann so eine Schaumstoffbecken gibt. Mhm. Das ist dann im Grunde ein großes Becken, so 10 mal 10 Meter oder sowas, wo dann im Grunde nur Schaumstoff drin ist und eine Rampe vorsteht und dann springst du halt rein. Und ich habe, glaube ich, meinen ersten Salto habe ich nur 2 Mal in so einem Schaumstoffbecken gemacht, weil es dann angefangen hat zu regnen. Und dann habe ich den halt gleich geschafft, aber dachte halt so, oh nee, du kannst den jetzt nicht gleich auf eine Rampe machen. Und dann war das aber in so einem Camp, in so einem Mountainbike-Camp. Und dann haben die mich halt alle so gepusht, dass ich den dann irgendwann auf eine Rampe gemacht habe. Und dann hat es halt funktioniert und ja. Das ist, glaube ich, auch einmal nur diese Routine einmal reinzukriegen und dann... Also viele Tricks sind wirklich nur, die sehen spektakulär aus und so ein Salto oder sowas ist halt, oder ein Backflip ist halt nicht schwierig im Grunde. Es ist halt einfach im Grunde nur einmal diese Überwindung, sich über den Kopf, also ja, nach hinten zu lehnen und dann einfach die Rotation laufen zu lassen. Das ist halt wirklich nur einmal machen und dann ist das ja fast routiniert. Also dann hat man es drin, wie man es machen muss. Dann ist natürlich doch die Gefahr halt irgendwie über weite Sprünge, dass man überdreht oder unterdreht. Das hat man aber relativ schnell raus. Man kann sich ja klein machen oder groß machen. So, das geht das dann halt im Grunde ganz gut. Und irgendwann hat man das Gefühl dafür. Und was ist so der schwierigste Trick, den du gemacht hast bis jetzt? Ich habe so eine Hassliebe mit Frontflips, also Vorwärtssaltos. Und die sind, mittlerweile kann ich die relativ gut, aber ich habe mich halt damit sehr lange sehr schwer getan, weil ich die immer falsch gemacht habe. Und man muss halt gegen die Rampe arbeiten, um sich dann halt komplett mit dem Körpergewicht in das Rad zu legen. Und ich habe die halt lange Zeit nicht gekonnt, habe mich da aufgeregt und habe es wirklich, glaube ich, 1,5 Jahre oder sowas nicht gebacken bekommen, bis ich dann irgendwann einmal diesen Punkt hatte, wo es halt einfach irgendwie ging und ich wusste nicht, was ich gemacht habe, aber es ging dann irgendwie. Und seitdem mag ich die halt gerne, aber es ist immer noch wieder so ein bisschen, wenn jetzt was passiert. Und den kombiniere ich halt mittlerweile halt zum Beispiel, dass ich halt die Hände noch bei wegnehme, also Frontflip No Hand. Das ist so mit der Trick, den ich bis jetzt am meisten feiere, weil er halt immer noch ein bisschen eklig ist, weil man die Landung auch sehr, sehr spät sieht, weil man sich halt im Grunde vorwärts rüberdreht. Das ist so mit der Trick, den ich ja am meisten feiere, den ich gerne mache, aber wo ich mich immer wieder überwinden muss. Was gibt es denn noch so für Tricks? Also was kann man noch alles machen? Ja, da gibt es mittlerweile, also das Level, das steigt und steigt und steigt. Also da kann man im Grunde nicht sagen, so ja, jetzt hier ist irgendwann Schluss, sondern dann kommt einfach irgendjemand und macht was noch krasseres. Also das Level ist in den letzten Jahren so extrem gestiegen. Und wenn man jetzt dachte, früher, so wenn man Contest gefahren ist und dann hat man halt seine richtig krasse Line gehabt mit einem Backflip, 360 und irgendwie noch einen Tailwhip oder irgendeine Kombination, denn dann war man schon so relativ weit oben. Mittlerweile so seit 2, 3 Jahren, da braucht man halt Double Backflips und krassesten Schrauben, wo es halt im Grunde sich 3, 4 Mal dreht und alles irgendwie kombiniert sein muss, dass du, reicht nicht mehr, wenn du einen 360 machst und dann einen Barspin drin machst, sondern müssen halt 3 oder 4 Barspins drin sein, also den Lenker drehen während der Rotation. Das geht mittlerweile so schnell und da gibt es so eine Cracks, die das hat. Ja, die kommen manchmal so aus dem Nichts. Also da kam einer vom BMX
Nikolai Rogatkin, und der hat im Grunde die komplette Mountainbike-Szene einmal aufgeräumt und hat den einmal gezeigt, so Jungs, ich bin jetzt hier auch am Start. Und das ist schon, also wenn man mit die zuguckt oder wenn man mit denen fährt, das ist krass, was die für ein Level haben. Du hast ja auch oben bei der KVG-Wiese so eine Rampe. Mhm. Wie kam das zustande, dass du die da bekommen hast? Aber es hat ziemlich lange gedauert. Also ich bin ja im Verein, im Ortsclub Lüneburg, und da war es halt so, dass wir irgendwie uns weiterentwickeln wollten. Wir hatten nur relativ kleine Sprünge und ich wollte halt irgendwann mal so das Level haben wie die Großen sozusagen, und dafür brauche ich halt auch großen Sprung, weil auf kleinen Sprüngen kann man halt noch so viel üben. Wenn man dann vor 8, 9 Meter weiten Rampen steht, dann denkt man sich auch, gut, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet, und deswegen habe ich halt gedacht, okay, ich baue mir eine große Rampe, worüber ich dann alle meine Tricks übe, und dann, damit ich halt so ein bisschen mit dem Level mithalten kann. Und dann hat es halt wirklich ziemlich lange gedauert, ich glaube fast ein Jahr oder länger, weil ich halt über den Verein das alles mit der Stadt klären musste, dann wieder Rückfrage mit dem Grünamt und sowas, und ja, es war halt wirklich immer hin und her, bis es dann irgendwann geklappt hat. Dann mussten auch die Gelder stimmen vom Verein, und dann musste ich es planen, Kostenaufstellungen hier und da und dann Materialbesorgung und dann das selber schweißen, den Kicker, also die Rampe dahin bekommen. Hast du alles selber gemacht, krass. Also alles so in Eigenarbeit, mhm. Natürlich mit der ganzen Crew, aber mhm. Halt, ich war das sozusagen da der Bauleiter. Und ja, jetzt mittlerweile steht es da, und es war am Anfang auch echt cool, es hat halt leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir bauen das jetzt aber bald um, weil das mittlerweile schon ziemlich runtergekommen ist. Wir haben da jetzt schon sozusagen ein neues Projekt am Laufen, sodass okay. Das dann bald auch wieder vernünftig aussieht, mhm. Weil momentan ist leider kaum springen. Und wenn jetzt jemand sagt, er möchte auch das mal ausprobieren, so, was würdest du dir denn raten? Wie kann man am besten anfangen damit? Sich nicht gleich überschätzen. Also viele Freunde, mit denen, die auch gerade angefangen haben, die kommen zu mir und sagen, hey, ich will unbedingt jetzt einen 360 können, bring mir den mal bei, oder ich will jetzt dieses Jahr noch Backflips können. Denke ich mir halt so, okay, ist ja schön, Ziele zu haben, aber man sollte die halt nicht übertreiben. Mhm. So, am Anfang, so die ersten Jahre da fährst, da springst du halt erstmal wirklich nur. Da machst du nicht, du bist nicht gleich auf diesem Level, dass du sagst, ja geil, ich springe die Sprünge durch und dann mache ich da Tricks, sondern du musst erstmal die Sprünge wirklich springen können. Und das sieht zwar leicht aus, so wenn man die zuguckt, wenn die einfach nur gerade rüberspringen, das ist für uns auch nichts mehr Wildes, aber es ist auch wirklich anstrengend. Man muss richtig abspringen. Wenn man schon beim Absprung verkrampft, dann springt man halt schräg, dann kommt man schräg auf, dann stürzt man. Das ist halt so der erste Schritt. Was ich jedem empfehlen würde, halt erstmal mit dem Stürzen sozusagen anfangen. Also vorsichtig sich rantasten, erstmal gucken, auf jeden Fall halt richtige Schutzwesten und sowas, also dass man gut geschützt ist. Und dann kleine Sprünge und immer jemanden dabei haben, der einem halt Tipps gibt. Also wenn man jetzt so auf eigene Faust, ich habe halt damals mit meinen Freunden angefangen, auf eigene Faust dann, also die Tricks, die wir so aus Videos kannten, dann zu lernen. Das hat halt teilweise bis zu einem halben Jahr gedauert, bis ich es dann irgendwann richtig konnte, weil mir niemand gesagt hat, hey, du musst mal so und so machen, sondern wir haben die ganze Zeit gegrübelt. Wieso funktioniert das jetzt nicht? Und bis wir dann irgendwann dachten, hey, wir lehnen uns jetzt mal ein Stück weiter nach vorne. Das hat halt ein bisschen gedauert. Ja, also das so für die Anfänger. Erstmal kleine Brötchen backen, mhm. Aber trotzdem dranbleiben. Ja. Und was hast du dieses Jahr schon alles gemacht? Ich war jetzt auf ein paar Contests in ganz Deutschland. Auf dem Dirt Masters Festival in Winterberg zum Beispiel. Da hatte ich, also das war so das größte Festival, was ich mitgefahren bin. Da bin ich an den Start gegangen in der Pro-Klasse, also mit den ganzen Weltstars, im Grunde so die ganze Elite, die es so gibt, mit denen bin ich da zusammen gefahren. Das war so vom Festival her ziemlich geil, halt überall, im Grunde jeder hatte so das Gleiche im Kopf, alle irgendwie radbegeistert und alle am Radfahren. Für mich so, der Contest war jetzt nicht so geil, weil es war ein sehr großes Starterfeld und ich war ziemlich weit hinten, was so den Start angeht. Ich glaube, ich war 45. Starter von 50. Und dann hatten wir halt so die Zeit zum Warmfahren und hatte ich auch so meine Line im Kopf, die ich fahren wollte. Hatte auch so ziemlich gute Tricks eigentlich, wo ich halt auch die viele Punkte geben, wo ich mir auch sicher war, dass ich die halt kann. Und dann dachte ich so, ja, jetzt kann es losgehen. Und dann hieß es halt so, stopp, jetzt darf niemand mal fahren, jetzt geht halt der Contest los. Und das hat sich dann Ewigkeiten in die Länge gezogen und ich musste halt 1,5 Stunden warten, bis ich dann endlich fahren konnte. Und dann war halt alles raus, so die komplette, ich war nicht mehr warm gefahren, ich war nicht mehr auf Zündung so, also bin im Grunde kalter runtergefahren und bin dann so meinen Run gefahren, hab dann nur, ja, Basics gemacht, also so, was halt schön fürs Publikum ist, so halt, ja, relativ schöne Tricks, aber so richtig die Punkte geben oder dass ich richtig was gewagt habe, habe ich dann nicht, weil es war mir dann auch zu gefährlich, also die Sprünge sind da zu groß gewesen und ein bisschen windig war es, das war dann halt nicht so optimal, aber sonst war es. Wie hoch war es da, so waren die Sprünge? Also der Drop zum Beispiel, da wo man halt im Grunde einfach nur runterfährt, dieser Starthügel, der war halt 5 Meter hoch, dann bist du in eine Steilkurve gekommen und dann der erste Sprung war, glaube ich, so um die 7, 8 Meter, so die ersten beiden und das.
Also es ist so eine Strecke und die fährst du dann sozusagen ab und dann bei jedem Sprung kannst du dann einen Trick machen. Genau, richtig. Ja. Du hast im Grunde halt den Starthügel, wo du halt auch schon Tricks machen kannst natürlich. Dann kommen die eigentlichen Sprünge. Dann, also viele Lines sind halt mittlerweile echt anspruchsvoll, weil es da viele verschiedene Obstacle gibt. Also nicht nur einfach nur Sprünge, 3-4 hintereinander, dann kannst du dann deine 3-4 Tricks machen. Sondern du hast halt mittlerweile sehr viel Kombiniermöglichkeiten. Es gibt mittlerweile Open Loops und sowas, also Loopings, wo du im Grunde einfach nur den Looping fährst, so wie beim Carrera irgendwie damals. Es gibt ja aus der Steilkurve Sprünge raus, also aus einer Kurve direkt Sprünge, die werden immer größer. Es gibt da, also die denken sich immer wieder was Neues aus, um uns im Grunde zu fordern. Ja. Es ist nicht einfach nur so stumpfe 3 Sprünge. Und ja, das war so, halt der Kurs war jetzt insgesamt waren es, glaube ich, 4 Sprünge. Ne, 5 Sprünge und halt dieser Drop von oben runter. Also das war schon, man muss sich dann überlegen, was man dann wirklich macht. So, wenn man so seine 3-4 Tricks hat, die man so wirklich safe kann und die man wirklich auch gerne macht, wo man weiß, die kann ich auch auf große Distanz, da muss man schon überlegen, okay, es sind 5 Sprünge, da muss ich jetzt gucken, was ich so mache. Und ich habe jetzt, glaube ich, über den ersten Rückwärtssalto gemacht, wo ich halt die Hände noch weggenommen habe, über den zweiten einen Tailwhip, sodass ich den Rahmen umgedreht habe, einen Barspin und so eine Rampe hoch, also wo ich den Lenker gedreht habe. Dann nochmal einen Rückwärtssalto, wo ich den Lenker gedreht habe. Und dann nochmal einen Tailwhip. Also irgendwann geht einem auch so ein bisschen, es geht einem nicht aus, aber wenn man seinen Run sich im Kopf überlegt und der nicht klappt, dann muss man schnell irgendwie umswitchen und versuchen, das noch irgendwie so zu retten. Und hast du Sponsoren? Ich habe mehrere Sponsoren, ja. Also ich habe jetzt Infest Clothing, also Klamotten, da bin ich gut abgedeckt. Also kriege ich immer schön meine Pakete und darf die dann repräsentieren. Genau, dann fahre ich jetzt dieses Jahr noch für Mute, das ist von Trail Toys, musst du jetzt nicht sagen, aber ist halt eine Marke und da bekomme ich im Grunde mein komplettes Rad. Also ich fahre jetzt im Prototyp-Rahmen, ich habe mehrere Prototyp-Teile, die ich testen darf, wie von Felgen bis Lenker zum Beispiel, was ich jetzt im Grunde alles einmal dieses Jahr sozusagen durch den Mangel nehmen darf und muss und deswegen da bin ich so ganz gut abgedeckt. Dann habe ich noch einen Komponentensponsor, Infected Components, und die machen Pedale zum Beispiel, die unterstützen mich da auch soweit. Ist ja auch sehr teuer, also wenn du dir sowas alles zusammenstellst, das kostet ja ganz schön was. Ja, auf jeden Fall, also das halt, bin ich echt froh, dass die mich unterstützen. Ich bin, also jetzt habe ich mich nie irgendwie drum geschlagen, so ich brauche jetzt unbedingt einen Sponsor, sondern es kam halt irgendwie so mit der Zeit. Ich hatte dann einen Freund, der mal gesponsert wurde, der mich dann im Grunde empfohlen hat. Bei einer Firma und die haben mal gesagt, Junge, hier, du kommst ins Team, uns gefällt, wie du fährst und alles. Und so fing das im Grunde an und ich bin echt mittlerweile froh, dass ich mir nicht mehr so viel kaufen muss, weil es ist halt schon, gerade auch zum Anfang, ich habe mein ganzes Konfirmationsgeld halt auf den Kopf gehauen für ein Rad und dann war nicht mehr viel übrig, dann konnte ich mir gerade noch einen Helm und Schoner leisten und dann war alles weg. Und was musst du, also wenn die dich jetzt sponsern, was erwarten die als Gegenleistung von dir? Videos, Fotos natürlich, also erstmal so den normalen Input und dann... Und du halt auch diese Klamotten zum Beispiel trägst oder richtig, sowas. Genau, ja. Sowas wie hier jetzt zum Beispiel. Ja. Genau, nein, das erwarten die nicht, aber die verlangen natürlich schon, dass man die repräsentiert, dass man halt auf großen Events dabei ist, dass man halt sagt, oder nicht nur, dass man sagt, sondern dass man auch zeigt, was das Rad so kann, was man selber kann, dass man halt zufrieden damit ist. Und das fällt mir halt bei denen zum Beispiel ziemlich leicht, weil ich auf meinem Rad wirklich super klarkomme. Ich bin super zufrieden mit den Teilen.
da ist im Grunde, es fällt mir dadurch leicht, also wenn man jetzt ein Schrottprodukt irgendwo da sagen müsste, ja, das ist total super, dann ist es natürlich scheiße, aber so fahre ich im Grunde mein normales Rad. Wenn mich jemand fragt, ey, was ist das für ein Rad, da steht gar keine Marke drauf, dann ist es halt so, kommt man halt relativ leicht ins Gespräch und so ist es dann halt im Grunde. Das verlangen die von mir und ich habe dann halt ja, das Glück, dass die mich da unterstützt. Ja, das ist cool. Was war dein größter Rückschlag? Mein größter Rückschlag. Ja, Stürze gehören natürlich auch irgendwo dazu. Und wenn man sich jetzt mal ein Bein bricht oder, ja gut, das klingt jetzt so rapide irgendwie, aber wenn man sich mal was bricht, dann ist das halt so. Was jetzt eher so der größte Rückschlag für mich war, dass ich mir im letzten Jahr, am Ende letzten Jahres, mir die Kapsel im Knie gerissen habe, bei einem Trick, den so noch nie jemand, oder was heißt noch nie jemand, aber noch kein Deutscher auf jeden Fall, gemacht hat. Das war so ein ziemlich herber Rückschlag, weil es dann das erste Mal darum ging, wirklich damit aufzuhören. Also so, wenn ich mir das Bein gebrochen habe oder irgendwie die Bänder überdehnt, dann wusste ich, okay, 6 Monate, so, oder halt, ja, nee, nicht 6 Monate, sondern so 2-3 Monate, dann bin ich wieder fit. Da ging es halt erstmal wirklich so darum, okay, kann ich wieder überhaupt fahren? Und ist es überhaupt noch möglich danach? Muss ich operiert werden? Ist es nötig, da jetzt im Grunde das komplette Kniegelenk einmal neu zu machen? Was war das für ein Trick? Es war ein Double Tail Whip von einem Boner Lock. Also ein Double Tail Whip ist ja, also der, ein Tail Whip ist ja einmal, dass man den Rahmen rumdreht und das halt dementsprechend zweimal. Und ein Boner Lock ist im Grunde keine Rampe, die so eine Rundung hat, sondern ein Boner Lock ist im Grunde einfach so ein umgekippter Baum, der im Grunde so aus dem Boden kommt. Da springt man, fährt man im Grunde rauf und fällt dann im Grunde runter. Okay. Und das ist halt so ziemlich schwer, den Trick zu machen, weil man bei diesem Double Tail Whip ziemlich stark rühren muss. Man muss das Rad natürlich bewegen. Das sind ungefähr 11 Kilo, die du da jedes Mal bewegen musst mit den Armen. Und das, normalerweise machst du das mit dem Schwung aus der Rampe. Das funktioniert da halt nicht, weil du diesen Schwung nicht mitgenommen kannst. Das heißt, du musst das im Grunde alles sozusagen aus Handarbeit dir da losrühren. Und das ist halt so ziemlich schwer. Und den habe ich halt gedacht, könnte ich, kann ich, habe ich auch geschafft beim ersten Mal. Ich hab's geschafft. Ja, habe ich schon. Also im Practice habe ich den gemacht. Da dachte ich, okay, gut, geil. Habe ich mega gefeiert. Und dann dachte ich so, okay, im Contest, jetzt Best Trick, zeigst du den mal. Und da habe ich im Grunde zu viel gerührt. Und dadurch ist mir das Rad halt ins Knie geschlagen. Und ich bin leider so weggeknickt. Und dann bin ich noch mit dem vollen Körpergewicht aufs Knie, so dass ich mir im Grunde halt das Knie einmal komplett verdreht habe. Und ja, das war dann halt im Grunde das aus. Okay. Aber ist jetzt wieder alles gut? Ja, mehr oder minder. Es tut halt immer noch so ein bisschen weh. Die Kapsel ist jetzt wieder ganz und operiert muss es zum Glück auch nicht werden. Ich muss jetzt immer noch so ein bisschen halt Aufbautraining machen, klar. Aber es geht wieder einigermaßen. Ja, zum Glück, ne? Es muss. Ja, genau, das sind die Sportler, es muss. Ja. Ja, cool. Hast du noch irgendwie was zu erzählen? Was geht dieses Jahr noch so? Oh, ich hoffe, es geht noch so einiges. Also ich war jetzt vor 2 Wochen in Kirbronn bei der Kunterbund Jam. Da wurde ich von 2-3 netten Franzosen eingeladen, nach Frankreich mitzufahren, zu Fies. Das ist auch so ein großes Festival. Und das werde ich vielleicht machen. Und dann werde ich eventuell noch nach England. Da ist auch noch ein großes Event. Und halt so alles, was sich so ergibt. Mit Arbeit ist immer ein bisschen schwierig nebenbei. Aber ich versuche halt so die meiste Freizeit halt im Grunde auf dem Rad zu sein und das, ja, sollte umsetzbar sein, hoffentlich. Und da steht noch so einiges an, ja. Also Saison geht ja noch ein bisschen, Sommer kommt jetzt kann es halt richtig losgehen so und man ist, ja, bereit für die ganze restliche Zeit. Cool. Dann wünsche ich dir viel Glück. Danke. Für alles, was kommt. Wenn du mal wieder irgendwas hast, können wir uns ja kurz schließen oder ich komme mal rum da zur KVG, ja, wenn du da irgendwie am Trainieren bist. Ja. Alles klar. Cool. Dann habt noch einen schönen Tag. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. We'll be right back.